Liebe Flersheimerinnen und Flersheimer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Wochenvideo vor dem Haus am Weilbach. Die Cowboys 6091 stehen schon in den Startlöchern, denn heute geht es los mit der traditionellen Weilbacher Kerbe. Etwas Entscheidendes jedoch ist anders als gewohnt. Hier hinter mir, wo sonst der Weilbach munter fließt, sind nur noch trockene Erde und Gesteine zu finden. Heute ein kleines Windsaal. Eine Situation, die es in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben hat. Daher stelle ich ganz bewusst einen Appell an den Anfang. Bitte achten Sie alle darauf, verantwortungsvoll mit der völlig ausgetrockneten Natur umzugehen. Werfen Sie bitte keine Zigarettenkippen achtlos weg und vermeiden Sie auch sonst jegliche Dinge, die einen Funkenflug verursachen und damit ein Feuer entfachen können. Brände, auch auf unserem Stadtgebiet, gerade erst in den letzten Tagen zwischen Wicker und Weilbach, zeigen, wie dramatisch die Situation mittlerweile ist. Daher ist Umsicht und Mitverantwortung gerade jetzt in besonderer Weise gefragt. Doch nun zurück zur Kerbe. Um 18 Uhr startet sie heute Abend mit hessischen Spezialitäten und geht erst am Dienstag mit der Kerbeverbrennung und einem Fackelzug zu Ende. Viel Traditionelles erwartet sie das ganze Wochenende über und ich denke, für Jung und Alt wird vieles geboten, auch auf dem Juxplatz und der Weilbachhalle. Alle diejenigen, die es eher mit Pferdestärken auf zwei Rädern halten, sind im Stadtteil Kettermark-Falkenberg richtig. Dort nämlich steigt am Wochenende das Sommertreffen der Gratvater Fehlzünd bei Atze auf dem Acker. Nach 2 Jahren Pause startet das Fest heute zum 33. Mal und lockt bis zum Sonntag mit Äppler, Borscht und Rock'n'Roll in einer entspannten Atmosphäre. Auch hier freut man sich über Besuch. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen einige Materialien, die Sie in diesen Tagen in Ihrem Briefkästen finden. Da ist zum einen der Programmflyer für den 356. verlobten Tag am Montag, 29. August. Ich freue mich ganz besonders, dass wir den geschichtsträchtigen Tag in diesem Jahr wieder in der gewohnten Form in der St. Galluskirche feiern können und dass eine Teilnahme für Sie nicht mehr pandemiebedingt mit Anmeldeformalitäten verbunden ist. Eine gute Tradition im Vorfeld des Verlobtentags ist die Spendenaktion unserer Bürgerstiftung. Seit über 55 Jahren unterstützt sie Menschen, die in unserer Stadt unverschuldet in Not geraten sind und seit 20 Jahren auch Flersheimer Kulturinstitutionen. Und so bitte ich Sie herzlich, unterstützen auch Sie die Flersheimer Bürgerstiftung, so wie es Ihnen eben möglich ist. Denn jede Spende, ganz gleich über welchen Betrag, bedeutet ein Stück gelebte Solidarität in unserer Stadt. Vielen Dank schon jetzt dafür. Das Dritte, was Sie im Zuge unserer Verteilaktion erhalten, ist ein Flyer zum Angebot einer gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen in der Nachbarschaft. In Kooperation mit der Bürgerenergiegenossenschaft Solar Invest Main-Taunus wollen wir Ihnen ein Konzept für ein modernes E-Car-Sharing vorstellen. Damit möchten wir einen Beitrag zur unkomplizierten Mobilität und mehr Klimaschutz leisten, sowie den Nachbarschaftsgedanken stärken. In 3 Informationsveranstaltungen in Flersheim und seinen Stadtteilen Wicker und Weilbach soll Ihnen die Idee im September vorgestellt werden. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem Flyer. Zu allen angesprochenen Themen können sich wie immer selbstverständlich auch auf unserer städtischen Homepage www.flersheim-main.de informieren. Nun aber genug der Hinweise, freuen Sie sich mit mir auf das Wochenende und ein Wetter, das zumindest nicht mehr ganz so heiß und drückend ist. Ideal, um Cab oder eine Bikeparty zu feiern. Oder ganz andere, vielleicht auch ruhigere Aktivitäten zu planen. Was auch immer es bei Ihnen sein wird, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und Freude dabei. Tschüss!